Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, ich habe kurz einmal ein paar Missionen gemacht, damit wir bei der Story weiter vorankommen. Ich habe jetzt zwei Missionen gemacht, also zweimal bin ich in ein Dungeon gegangen. Wir sind in der Zeit auch auf den Goldrang aufgestuft worden, was ziemlich cool ist. Und Knackleon hat ein paar Level gemacht, Dragon hat, glaube ich, ein Level gemacht und ja, wir haben einiges an Belebersamen. Und jetzt kommt eine Zwischenszene. Hoch, da ist jemand am Eingang des Cafés. Hey, was wohl los ist? Juchu, anscheinend gibt es tolle Neuigkeiten für alle Erkunden. Was denn für wundervolle Neuigkeiten? Jetzt bin ich wirklich neugierig. Oh, ich werde es herausfinden. Okay. Ja, warte, ich komme mit dir. Das kommt mir bekannt vor. Als ob wir das schon einmal erlebt hätten. Ich frage mich, was wohl diesmal ist. Hey, Doki, wir sollten auch nachsehen. Jo, machen wir. Auf jeden Fall. Was ist denn hier los? Wow, ganz schön viel los. Ich grüße euch alle zusammen. Erst einmal danke, dass ihr euch die Zeit für diese Ansprache genommen habt. Okay, jetzt kommt wieder dieses, enthusiastische. Heute habe ich großartige Neuigkeiten für alle. Hat jemand von euch schon einmal etwas über den Himmelsgipfel gehört? Himmelsgipfel? Oh. Sag mir was, ey. So heißt er wirklich hoher Berg im Osten. Man sagt, dieser Berg sei so hoch, dass er über den Himmel hinausragt. Aber er ist von unüberwindbaren Gebirgszügen umringt, sodass niemand ihn erreichen kann. Deswegen wurde er auch noch nicht vollständig erforscht. Okay. Ja, das stimmt absolut. Da hat aber jemand seine Hausaufgaben gemacht. Genau wie Pantimos gerade gesagt hat. Wurde der Himmelsgipfel noch nicht vollkommen erkundet. Daher birgt er noch so viele Geheimnisse. Hoch genug, um über den Himmel herauszuragen. Ein mysteriöser Berg voller Geheimnisse. Das klingt doch nach dem Stoff, aus dem Erkunderträume sind. Lasst uns aufbrechen und es herausfinden auf eigene Faust. Wenn ihr auch der Meinung seid, dann sind wir bereit, diesen Wunsch mit Hilfe von Project P zu erfüllen. Wir waren damit beschäftigt, den Pfad zum Himmelsgipfel wieder passierbar zu machen. Und nun, vor ein paar Tagen, da ist es uns gelungen. Ja, hurra, yeah, woo. Darüber hinaus. Wir haben nur den Pfad wieder passierbar gemacht. Wir haben auch eine Deckung gemacht, am Fuße des Berges haben wir ein kleines verstecktes Dorf gefunden. Hurra! Ein verstecktes Dorf, das lässt mich an Ninjas denken oder sowas ähnliches. Ja, aber natürlich ist es kein Dorf voller Ninjas. Oh Mann, oh. Dort leben sehr seltene Pokémon namens Shaymin. Shaymin? Genau, leider weiß ich auch nicht viel über sie. Abgesehen davon, dass sie unsagbar süß sind. Süß? Ja, die möchte ich sehen. Darüber hinaus, es gibt ein Report, ja. Es gibt einen Report des Verbesserungsteams. Diesem zufolge haben sie am Rand von Shamendorf ein Pfad zur Spitze des Himmelsgipfels gefunden. Das ist eine riesige Deckung. Woo! Dieser Berg wurde noch einmal als vernünftig erschlossen. Schätze in Massen. Möglichkeiten für neue Deckungen. Daran denke ich. Darüber hinaus existiert eine Legende, laut der sich auf dem Berg ein Schatz befindet, der prächtiger ist als alles andere. Hurra, Schätze, oh. Deckung hin, wundervoll. Genau, und all das erwartet euch. Ich werde euch die Position von Shamendorf zeigen. Okay. Jo, wir kennen uns um Shamendorf, geil. Für weitere Details wendet euch bitte an das Project P-Vermessungsteam, welches sich bereits vor Ort befindet. Nun gut, alle miteinander, macht euch auf, voller Hoffnungen und Träume und mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Hurra, yeah. Okay. Läuft. Das ist cool, Doki. Hast du es gehört? Berge an Schätzen und neue Entdeckungen. Diese Shaman zu treffen klingt wirklich interessant, also lass uns gehen. Jo, machen wir.
Knackleon ist im Team dabei. Gut, wir haben uns auch eine Frage ausgerüstet. Wir haben so viele Belebersamen, Alter, und im Lager sind nochmal so viele mehr. Es ist so geil. Übrigens, genau, was ich noch gefunden habe, ist eine Mission. Ein neuer Dungeon wurde entdeckt. Die machen wir irgendwann mal. Wir kriegen dadurch 800 Retter-Teampunkte. Erkunder-Teampunkte oder was auch immer. Das ist so mega gut. Und ich muss mal nachgucken, wann sich Knackleon entwickelt. Ab welchem Level? Da ist das Shamendorf. So viele süße kleine Shamen. Oh mein Gott. Na, das ist also Shamendorf. Es ist ziemlich friedlich. Ja, willkommen in Shamendorf. Es freut mich, euch zu treffen. Mein Name ist Shamen. Ich lebe in diesem Dorf. Andererseits heißen alle Einwohner dieses Ortes Shamen. Ja, das macht es schwieriger, uns auseinanderzuhalten, oder? Ja, schön, dich kennenzulernen. Wir sind Team Pokepakt. Wollt ihr euch den Himmelsgipfel besteigen? Wollt ihr auch den Himmelsgipfel besteigen, Team Pokepakt? Ja, stimmt genau. Also nehme ich an, ihr kennt euch ganz gut aus mit diesem Berg. Ja, das stimmt. Wir leben hier schon eine sehr lange Zeit. Wir sind hier, um Reisen auf den Berg zu führen. Aber um ehrlich zu sein, wir haben das schon sehr lange nicht mehr gemacht. Vor einiger Zeit zerstörte ein Erdbeben nämlich den Gebirgspfad, der hierher führte. Es hat extra Kunden von außerhalb erschwert, hierher zu kommen, und sie blieben fern. Wir waren sehr erstaunt, das Vermessungsteam in unser kleines Dorf spazieren zu sehen. Ja, wirklich? Verstehe. Das klingt, das erklärt, warum über diesen Ort nur in Legenden berichtet wurde und niemand ihn jemals zu Gesicht bekommen hat. Oh genau, apropos Legenden. Stimmt es, dass hier ein legendärer Schatz versteckt ist, liegt? Einer, der prächtiger ist als alle anderen? Hihi, was glaubst du? Unser Job beschränkt sich nicht darauf, euer Bergführer zu sein. Am letzten Ende müssen die den Berg erklimmen, bestimmte Dinge auf eigene Faust entdecken. Wir haben bloß die Weisung, euch bei dieser Entdeckung zu unterstützen. Wirklich? Ich weiß nicht, ob ich alles verstehe, aber vielleicht ist es noch nicht alles. Ah, stimmt schon. Übrigens, da wir das jetzt besprochen haben, was haltet ihr davon, wenn ich euch als... wenn ich als euer Bergführer arbeite? Meine Güte, ey, Deutsch ist heute wieder nicht vorhanden. Irgendwie habe ich während des Gesprächs Lust bekommen, mit euch zusammen den Berg zu besteigen, den Pokepakt. Ja, wirklich? Ein nettes Angebot. Ich habe auch schon daran gedacht. Hey, Doki, was meinst du? Sollen wir Shaman mit uns gehen lassen? Jo. Hihi, juhu. Gut, ich werde am Eingang des Gebirgspfads auf euch warten. Der Gebirgspfad liegt von hier schnurstracks geradeaus. Kommt dorthin, wenn ihr den Vorbereitungen fertig seid. Bis später. Jo, hau rein. Wir haben trotzdem noch unser lieben... Gut, haben wir. Ich will da rein! Ja! Ich kann da nicht rein, was? Jo, Mann. Ist hier irgendwas... Ja. Ist aber ein schickes Dorf, ne? Echt schick, finde ich. Gut, dann würde ich sagen, weiter. Jo. Seid ihr bereit? Alles klar, lass uns unser Bestes geben, um die Spitze zu erreichen. Jo, mach wahr. Wird easy. Zwischenlagerpass 1. Anzahl der Items auf dieser Ebene ist 7. Ach stimmt, ja, wir können jetzt... Oh mein Gott! Knackleon, das ist deine Entwicklung! Woo! 600 Erfahrungspunkte, das ist super. Was ist das denn? Maronbeere. Ja, wir können ja schön unsere Items sammeln. Dafür ist dieser Berg ja da, um Items zu farmen. Apfel, schön. Yeah, wow. Die Musik ist cool. Erreicht Level 39, cool. 900 Erfahrungspunkte hat das wow. Schöner Ruckzuck gibt. Aua! What? Wie viel Life hat das Viech? Ach ja, hat sich ja gerade geheilt. Ich mache unbedingt einen Megasauger lieber. Oh mein Gott, die Musik ist richtig cool. Ein Dragon ölt jetzt alleine rum. Was ist hier oben? Sieht so interessant aus.
Nichts. Wow. Go Dragon, Go Dragon. Klatsch sie um, yeah, Yeah. Shaman ist Level 55, what? Heiliger, das ist krass. Elf Items auf dieser Ebene, okay. Oh mein Gott, die Musik ist ja mega cool. Dim 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 dim. Ach ja. Mann, stirb. Okay, Item sammeln. 1, 2. Okay, noch 9 Items. Okay, deswegen so viele, okay. 8, wie viel? 8, 7, 6, 5 waren das, ne? Genau. 4, okay. 5 Items noch. Din. Oh! 4, 3. Hast du keine 11 Items auf dieser Ebene? Oder? Da waren 2. Da waren gerade auch 3, glaube ich, ne? Das sind 4. Es fehlen 2 Items. Oder bin ich jetzt doof? Ich glaube, ich bin doof. Ich glaube, ich bin sehr... Oh! Echt? Diese ganzen Fallen, ey. Go, Shaman! Oh! So viele Pokémon! Was ist das? Heieiei! Aber die Musik ist cool. Dim, 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 dim. Yeah. Mm-hmm. 8 Items, okay. Dip, 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 dim. Mm-hmm. 1. Da oben ist 2. Obwohl. 2, 3, 4, 5 vielleicht. Weil es ja 4 Eisendorn waren. Also 5. Sechs? Mhm. Hm. Dein Ernst, Stolperfalle. 6 Items hatten wir bisher, okay. Danke. Dip, 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 dim. Oh mein Gott, ey, diese Musik. Haru ist Level 30, immerhin. Er holt auf langsam. Yeah, yeah. Dim, dim, dim. Ach ja. Herrlich, ey, herrlich. Ich weiß nicht, diese Musik gefällt mir mega. Ach, dein Ernst! Ich geh halt oben lang. Ist okay. Okay, gut. Igesam, wow. Hier ist nichts, dein Ernst. Hab ich nicht einen Appell-Orb dabei? Ja! Easy. Zur Not, ich muss gleich Shaman unbedingt. Das ist ein Warpfeld. Nee, Giftstacheln. Hallo, die Beldra. Ho.
Okay, wir sind aber eigentlich gleich aus dem Dungeon. Nicht dein Ernst! Oh, dein Ernst? Wow. Ich bin ja begeistert, ey. Diese ganzen Fallen hier, ey. What the fuck? Uns fehlen noch zwei Items. Ich will die Items. Okay, ich will die Items nicht. Ho. Jamin hat Synthese. Cool. Wir haben die erste... Was? Wir haben die erste Zwischenlagerlichtung fast erreicht. Ihr schafft das. Yo. Ah, da sind noch ganz viele andere. Der Himmelsgefühl bietet Zwischenlagerlichtungen zum Verschnaufen. Sie sind nummeriert von 1 bis 9. Und danach kommt selbstverständlich der Gipfel. Der Weg von hier vor uns ist weit, also lasst ihn uns in Abschnitten bewältigen. Jo. Ach, das ist nur Speicherpunkt, okay. Stimmt, das wurde da auch aufgeführt auf der Seite. Speichern, lagern und was auch immer. 6 Items holen wir. Apfel. Hallo, Pisa Knosp. Und tschüss, Pisa Knosp. Was? Tschüss. Was? Tschüss. Dim. Oh Mann, die Musik ist super, Alter, ohne Witz. So, ich glaube, jetzt dürften es sogar alle Items gewesen sein, wenn die Eisendorn halt als mehrere Items zählen. Oh, komm schon. Oh, wie oft willst du das noch machen? Dim. Nein, tun sie nicht, okay. Ach ja. Oh Mann, die Musik ist super, Alter. Was ist das? Die Musik ist mega. 6 Items auf dieser Ebene. Okay, gut. Oh Mann. Ich habe keine Ahnung, was ich labern soll, weil ich diese Musik einfach begeistert finde. Diese, oh, herrlich. Super geile Musik. Shaman juckt das einfach nicht, dass der das Lorblatt da die ganze Zeit hinter ihm herläuft. Hinter ihr. Das? Nein, kein Item. Was mache ich denn, hä? Dim. Ich nicht ein... Oh, jetzt bin ich auch noch hier unten. Sorgsam. Wow, schlaflos. Na, schon mal knack, Leon. Go, knack, Leon. Yeah. Da ist ein Shaman. Komm schon, besieg es. Dein Ernst! Dragon, lauf nicht weg vor uns. Dragon. Okay, ich lasse ihn jetzt weglaufen. Puh. Gut. Dip. Ich weiß nicht, wie ich die nächsten Parts überleben soll, ey. Ich werde die ganze Zeit nur Scheiße labern oder gar nichts labern, weil ich einfach diese Musik total unglaublich geil finde. Ich finde diese Musik super. Ich finde sie super. Ohne Witz. Sie ist super. Dip. Sie macht so Laune. Gut, dass Ultrigaria... Nee, Satz. Doch, Ultrigaria. Schlafen lassen. Jetzt fehlen noch Items. Da ist eins. Das nehmen wir noch mit und dann gehen wir wieder hoch. Zur Treppe. So. Ja, jede Zwischenlager-Dings hat... Jedes Zwischenlager hat 3 Ebenen. Oh, ich kann da drüben die zweite Zwischenlager-Lichtung sehen. Wir schaffen das. Yo. Wow, unglaublich. Das ist... Oh, cool. Hey, wir sind das Vermessungsteam von Project Me, Team Grenzland. Dies ist ein riesengroßer Berg. Wisst ihr, da können wir keine Rettungsmission durchgeführt werden. Daher können hier keine... Achso.
Aus dem Grund haben wir eine Basis auf der zweiten Zwischenlagerrichtung gebaut. Geht auf Nummer sicher und wer wendet, das den Kagame-Speicher, ebenso wie Drift Z mit den Seilebahnen. Die Wiederverwertungsladen von Fundotec V trägt die Kosten. Nee, ist alles kostenlos. Oh, cool. Wie wunderbar, das ist nämlich Teamgeist. Ach, der Berg ist so schön. Hi. Achso, ich dachte, du bist auch irgendwie cooler oder so. Genau, hier, mit dem können wir jetzt... Wir können wieder zum Shamendorf zurück. Rein theoretisch. Wollen wir aber nicht. Wir lagern ein paar Items. Ach ja, ich sollte mir vielleicht ein Kraftband wieder anlegen. Okay, mache ich gleich. Verhindert Schlaf. Ah, okay, das macht eine Maronenbeere. Ja, komm, das können wir mal lagern. Das können wir lagern. Angstorb lagern. Fliehorb behalten wir mal. Nein. Items. Geben. Doki. Und. Defense Schal. Defense Schal. Gut, Leute. Im nächsten Part, erkunden wir weiter diesen Berg. Wir sehen uns bei. Alter. Wieso gehe ich eigentlich entweder am Ende eines Parts? Oder ich knack meine Finger. Egal. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.